Heute testen wir Pink Diamond Black Griffin. Wir sind hier auf dem Account von Luca, der ihn einfach gezogen hat. Sieht man hier am Erstbesitzer-Symbol. 95er Black Griffin, der Power Forward und Center spielen kann. Er hat 99 in der Offense, ne? Das ist schon sehr, sehr krass. 83 Dreier, 88 Korbleger außer Erwägung, 98 Dank aus Stand und außer Erwägung. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viele Alley-Oops und Dunks mit ihm machen auf jeden Fall. Gute Passen-Stats auch wirklich. Rebound 90 bei beidem. Schnelligkeit 78, 94 Stärke und 97 Vertical. Ich glaube, der wird auch sehr viele Dunken-Badges haben auf jeden Fall. Und hat Bully-Badge Hall of Fame, sehr, sehr overpowered, also Rüpel. Ich bekomme immer ein paar Kommentare, ne? Dass Leute nicht wissen, was ich überhaupt zocke. Das ist hier der Mighty-Modus. Mighty-Modus ist vergleichbar wie Ultimate-Team bei FIFA. Also anstatt meine Karriere spiele ich meistens Mighty-Team, weil ich feiere das einfach sehr, sehr krass. Das ist halt so wie Ultimate-Team bei FIFA, ne? Deswegen sehr, sehr nice. Und dann würde ich auch sagen, wir machen ein, zwei Würfe mit Black Griffin, damit wir sehen, was für einen Jumpshot der Typ hat. Und dann gehen wir auch direkt in ein Spiel rein. Ich muss jetzt hier irgendwas ändern. Auf jeden Fall, like dieses Video, falls euch das gefällt. Abonniert den YouTube-Kanal kostenlos. Wir sind auf dem Weg zu 7500 Abonnenten. Würde mir sehr helfen auf jeden Fall. Und wir streamen das Spiel auch jeden Tag live auf Twitch. Ich bin fast jeden Tag live. Könnt mir da auch gerne folgen. Erster Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns, wenn ich ein, zwei Würfe mit Black Griffin mache. Okay, Jumpshot angucken. Oh, ist ein bisschen schnell. Bisschen schneller auf jeden Fall. Oh, ich komme mit denen. Ist jetzt nicht klar. Mal gucken. Dritter. Oh. Ich glaube, das wird schwierig ein bisschen. Der war schon besser auf jeden Fall. Okay. We got it. Ladies and Gentlemen, we got him. Noch ein. Ladies and Gentlemen, we got him, Buddy. We got him. Der ist ja richtig gut jetzt. Okay. GG. It's a GG jetzt. Wir sehen uns, wenn ich einen Gegner finde bei Unlimited. Er hat noch gar nicht Unlimited gespielt. 0 zu 0 werden sein erstes Unlimited-Spiel machen. Hoffentlich bekommen wir für ihn ein W. Der Gegner hat Devin Booker, Stephen Curry, Devin Booker, Sapphire. Oh, ist nicht die krasseste Mannschaft auf jeden Fall. Zion Williamson hat er den neuen, aber nur Amethyst. Er ist 2 zu 3, okay. Ich denke, das wird machbar sein. Mal gucken, was wir hier mit Blake Griffin machen können auf jeden Fall. Das ist auch schon. Blake, lauf. Blake, lauf. Der ist easy. Das ist viel zu easy, komm. Ich glaube, wir werden viele Alley-Oops machen. Wir versuchen es auch hier schon mal. Oh, okay. Erster ist verhauen. Aber wir haben den Ball wieder. Lauf, Blake. Lauf, Blake. Das ist dein zweiter Dank. Das ist dein zweiter Dank. 4 schnelle Punkte für ihn. Let's go. Den wusste ich. Blake Griffin mit deinem Stil. Ist er schnell? Oh, ist nicht so krass schnell, ne? Und er fault auch direkt hier. Der ist. Oh mein Gott. Let's go. Genau, das muss man mit ihm abusen, glaube ich. Was für ein Poster dann gegen Stephen Curry, Bruder. Elliot macht hier übrigens zweimal Viereck, zweimal Dreieck drücken. Oh, ich glaube, das werden, weil ich glaube, viele werden fragen, zweimal Dreieck drücken, dann macht ihr Alley-Oop und dann müsst ihr mit Viereck-Time bei PS5, PS4. Ich habe jetzt durch Fade gemacht, egal. Dass der Dank auch reingeht. Nein, lass es. 8 Punkte. Also der Dank ist jetzt alles gedankt, ne? Alle 8 Punkte hat er gedankt. Also 98 Dank aus der Bewegung und aus dem Stand, merkt man auf jeden Fall. Der ist auch, let's go, 10 Punkte, ey, Alley-Oop ist overpowered, glaube ich, ne? Ich glaube, Alley-Oop ist gerade overpowered, ich bin euch ehrlich. Ja, das auch, easy, 12 Punkte, ey, der Typ, oh, ist sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, viel Spaß mit ihm, ich bin euch ehrlich, Digga, weil der Typ macht fast alle Dunks gerade rein. Der ist auch, das ist zu einfach gerade, Bruder. Du baust ein Timeout, 14 schnelle Punkte für Blake Griffin. Der Typ dankt alles, wirklich, ne? 14 Punkte, alles Dunks bis jetzt. Er hat das Spiel verlassen, Jungs. Direkt auf ins zweite Spiel. Der Blake Griffin macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall bis jetzt. Okay, zweiter Gegner hat Marcus Smart, Chauncey Billups mit dynamisches Duo. Oh, Ben Wallace 95er. Ben Wallace wird dann zu einem Pink Diamond. Oh, auf jeden Fall viel, viel bessere Mannschaft, wirklich. Und mit Tyson Chandler in der Paint. Weiß nicht, ob wir so viele Alley-Oops machen können. Mal gucken, er ist 30-10, Bruder. Das ist also das Matchmaking, weiß ich jetzt nicht. Ich habe gerade für den Typen seinen ersten W geholt. Dann spielen wir gegen jemanden, der 30-10 ist. Okay. Der ist easy. Oh, schöner Pass auf jeden Fall, ne? Dankst du den auch? Ja. Okay, 4-4, auf jeden Fall guter Gegner hier. Black Griffin wie immer, dankt der Typ alles, wie gesagt. Ich glaube, der Typ kann keine Würfe, Digga. Der geht nur in the paint immer die ganze Zeit. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie nicht werfen können. Spring. Dann spring halt nicht, dann mach ich ihn so. Ich wusste es, der Typ kann nicht werfen. Wir müssen das echt
Der ist drin. Der ist N1. Ja, der Typ kann nicht werfen. Wir müssen ihn zum Werfen zwingen. Wir haben gerade einen guten Run gemacht auf jeden Fall. Ich mache auch Ganzfeld-Pressing auf jeden Fall für ihn. Weil der Typ kann nichts anderes. Nur driven kann er. Er kann nur driven, wirklich. Wir müssen ihn auf jeden Fall zwingen, Jumpshots zu nehmen. Geil. Geiler Stil. Wo ist Blake? Wo ist Blake? Wir sehen ihn alle. Oh nee, er spielt Offball, Mann. Was ist das für ein Spieler? Spielt Offball und nur... Egal. Das ist halt 2K Community, ne? Das ist halt die 2K Community. Wir haben ihn gemacht, obwohl du da warst, Brudi. Komm, wie er direkt Offball spielt, ne? Der Typ ist echt witzig. 2, 1, wie er direkt Offball spielt. Wir haben ihn trotzdem gemacht. 70% verteidigt. Let's go. Er spielt direkt halt Offball, ne? Die machst du nicht. Komm. Okay, wir führen mit 3 Punkten. Wir haben hier einen Cheeser. Wir haben einen Off-Ball-Cheeser und einen Pink-Cheeser auf jeden Fall am Start. Wir führen mit 3 Punkten. Black Griffin, glaube ich, 13 Punkte. Wenn wir so weitermachen und ihn nur zu Jumpshots zwingen, glaube ich, wird es ein W, aber das ist einfacher gesagt als getan. Ey, Mann, wer seine CPU-Action 100, ne? Seine CPU-Action, ehrlich, 100, Digga. Komm, Black, dafür machst du den jetzt. 16 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, let's go. Echt spannendes Spiel auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir hätten den nicht gemacht. Geil. Komm. Komm, Blake, komm, Blake, komm, Blake, let's go. Jetzt hat er 18 Punkte. Komm. Blake hat Curry auf sich. Kannst du mir nicht geben? Let's go. Wir machen gerade so krass einen Run, Bruder. Oh mein Gott, er geht immer in the paint. Es ist egal, oh mein Gott, er holt noch sein Rebound. Ey, was geht hier ab, Mann? Wann gibt der Typ auf? Nein. Komm, so viel Glück haben, Mann. Was ist das für ein Pass? Wer hat das gemacht, Mann, diesen Pass? Toni Kukoc oder was? Dafür bekommst du einen schönen Dank erstmal. Dafür bekommst du einen schönen Dank, okay? Guck mal, wie er die ganze Zeit nur in the paint chillt, Digga, mit allen Leuten. Da mach ich den halt mit BJ Armstrong. Ich kann die Dreier. Ich kann die Dreier. Let's go. Oh mein Gott, Black Griffin. Was für ein Block. Was für ein Block. Und den machen wir so, weil ich brauche die Punkte wirklich. Ich will, dass er aufgibt. Er kann 2 for 1 machen. Ich weiß nicht, ob er so viel Basketball-IQ hat. Oh, er hat. Ja, das haben wir nicht geschafft. Wo ist Blake? Blake, ich sehe dich. Blake gegen Marcus Smart? Don't give me that. Was? Er hat keine Energie mehr. Oh mein Gott, wir müssen so drittes Viertel Timeout machen, ne? Alles klar, sein Ben Wallace, alles klar. Der ist aber Blake Griffin. 26 Punkte zur Halbzeit. Ich weiß, wo er hinpassen will. Nein. Oh mein Gott, irgendjemand hat den geblockt. Let's go. 26 Punkte, Black Griffin. Wir führen mit 14 zur Halbzeit. Wie gesagt, der Typ kann einfach gar nicht werfen. Und wenn wir das so weitermachen, haben wir es auf jeden Fall gewonnen. Ich werde jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Timeouts machen, damit Black Griffin mehr Energie hat. Okay, sehr, sehr viele Timeouts gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Energie er hat. Aber wir werden hier sehen, dass er direkt auch schon wieder dankt. Ich wusste es, bevor ich es gemacht habe. 28 Punkte für unseren Broski. Nein, nein, lass ihn werfen. Oh mein Gott. Blake Griffin. Blake Griffin, tu es ihm nicht an. Okay, das ist auch cool. 30 Punkte. Wenn ich mit ihm 40, 50 mache, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also 40 bin ich safe zufrieden. Oh, schöner Rebound, Blake. Schöner Rebound, Blake. Und wir geben dir auch direkt Assist. Wir geben dir den Assist. Du machst heute Triple-Double, Buddy. Du machst heute ein Triple-Double. Alles klar, dankt aber über drei Leute, ne? Dankt aber über drei Leute, Tyson Chandler. Alles klar, der beste Spieler anscheinend. Black Law Fighter, ich sehe dich. Keine Angst, Buddy. Keine Angst, Buddy. Oh mein Gott, der dankt einfach, ohne den Ball gesehen zu haben, Bruder. Was geht hier ab, Mann? Gib mir den. Giannis, er spielt so schlechte Pässe. Und jetzt dank ihn. Layup nehme ich auch. Oh, nee. Aber Jeremy Sochant ist da. Er spielt Offball, Digga. Kannst du niemanden sagen, ehrlich. Kannst du niemandem sagen, dass er Offball spielt? Der geht 34. Was war das für ein Wurf? Dafür bekommst du einen Dank.
Dafür bekommst du ein, okay, ein Layup bekommst du, egal, 38 Punkte, wie gesagt, noch zwei, dann haben wir 40, wäre sehr, sehr nice. Schon wieder ein Steal. Schon wieder ein Steal. M1. Oh, er holt sehr, sehr viele Rounds. Wieso macht er Pause? Let's go. Komm, mach die 40, Brody. Kurz. Oh, der erste ist verhauen. Ich hätte mich konzentrieren sollen. Nicht Commentary machen, Bruder. Okay, 39 safe, aber hier. Let's go. Er wollte dahin gar nicht. Ich weiß es. Ich weiß, wohin er wollte, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. 41, komm. 41, 6, 4. Das ist so gutes Deadline, ne? So eine gute Deadline. Wir machen Coast to Coast. Oh ne, machen wir doch nicht. Komm, wie er direkt Offball spielt, Mann. Wie er direkt Offball spielt. Das hast du davon. Du bekommst den Dank dafür. 43 jetzt. Komm, lass uns 50 versuchen auf jeden Fall. Egal, mach ihn, mach ihn. Wir haben das Spiel, glaube ich, eh gewonnen. Safe. Also wir führen mit 20 Punkten. Viertes Viertel fängt jetzt an. Also auf jeden Fall guten Run gemacht, noch am Ende des dritten Viertels. Aber ich glaube, wir sollten das Spiel gewinnen. Und hoffentlich machen wir mit Blake Griffin noch die 50 Punkte auf jeden Fall. Oh mein Gott, gib mir den. Gib mir den. Nein. Kannst du die Dreier? Spaß. Wir machen nur Layups mit ihm. Ich wollte ehrlich Dank sagen, aber ich glaube, der Typ hat gar keine Energie mehr. 45 haben wir jetzt mit ihm. Let's go, 47, komm, 50 auf jeden Fall schaffen. Gib mir den Jeremy, ey, was macht der Typ da, Mann? Was macht dieser Jeremy da? Alles klar, Scotty Barnes. Blake Griffin hat das noch nie gemacht bei mir, aber Scotty Barnes, natürlich. Scotty Barnes, natürlich. Was ist für eine Frage? Hä, komm nicht mit Ben Wallace, ich mach ihn trotzdem. Oh, Blake Griffin hat gar keine Energie mehr, Digga. Ich glaube, das wird nichts mit 50, glaube ich. Außer wir machen einen Dreier. Okay, ich hab Spaß gemacht. 49, komm. Ich weiß, wo er hinspielt. Jeremy, bitte, hol doch mal einen diesen Bälle, Bruder. Du bist doch immer da ganz vorne. Er macht nur so, Mann. Er macht nur so. Mach doch mal deine ganze Hand, Bruder. Jeremy, Jeremy, hör auf mit deinen Tipps und mach endlich einen Steal, Mann. Ich habe mit dir schon so viele Steals eigentlich gemacht, Bruder. Oh mein Gott, Jeremy. Ich könnte hier locker mit anderen Punkten machen, aber wir spielen halt nur mit Blake Griffin. Jetzt hat er seine 51, geil. Jetzt hat er seine 51. Schaffen wir noch 60. Den Rekord von einem anderen Spieler. Ich will nicht sagen welchen, weil vielleicht wollt ihr noch andere Videos von mir gucken. Also auf jeden Fall haben wir mit einem Spieler schon 60 geschafft. Ich glaube, das ist der Highscore, dieses 2K. Können wir das brechen? Ich glaube, wir müssen ein paar Dreier auf jeden Fall machen dafür. Der ist, okay, 53, aber wir haben noch 34 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts. Vielleicht können wir 55 noch schaffen. 55 ist eine coole Zahl. Komm, nicht in den Paint. Alles klar, er macht M1. Er macht M1 gegen Blake Griffin, Bruder. Ja, am Ende gewinnen wir mit 13 Punkten. Blake Griffin 53 Punkte. Wir konnten leider nicht mehr machen, aber 53 ist trotzdem, ich glaube, auf jeden Fall unser zweitbester Spieler. Von den Punkten aus müssen wir mal gucken. Ich blende euch das am Ende natürlich wie immer ein. Und jetzt gucken wir auch seinen Boxscore an. Also 53 Punkte, Blake Griffin, 9 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 1 Block. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dreier, wir haben nur einen Versuch. Sein Jumpshot ist halt ein bisschen langsam. 24 Mal getroffen, 42 Mal geworfen. Ist ganz okay, denke ich. Seine Stats können wir jetzt nicht hier angucken, weil die sind schlechter geworden, weil er keine Energie mehr hat. Also Blake Griffin, ihr habt es ja gesehen, 53 Punkte hat er gemacht. Ich bin ehrlich, sein Dreier, wir haben ihn nicht ausgetestet. Sein Release ist halt ein bisschen zu langsam auf jeden Fall. Dank aus dem Stand aus der Bewegung, 98, safe, safe, safe. Er kann sehr, sehr krass danken. Passen war ganz okay. Er ist halt defensiv irgendwie nicht der Beste, ne? 79 Blocken, 61 Steals. Ich würde ihn safe nicht Center spielen lassen. Power Forward ist schon die beste Position für ihn auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt gerade, in dem Moment, wo ich es aufnehme, kostet er mehr als 100k. Also man kann ihn nicht sofort kaufen. Und dann finde ich, es gibt schon bessere Spieler, die man sich kaufen kann. Zum Beispiel Zach LaVine ist ja Sofortkaufpreis. Ihn würde ich zuerst holen. Auch wenn er nur Diamond ist, finde ich, er hat sich besser spielen lassen als der Blake Griffin auf jeden Fall.
Aber als Power Forward weiß ich nicht. Also sein Dreier ist halt, also sein Release ist halt nicht der krasseste. Aber wenn ihr danken wollt, wenn ihr viel Spaß haben wollt, dann ist er auf jeden Fall der Richtige. Ich glaube, ich würde ihm so eine 8,75 geben. 8,75 für den Blake Griffin. Und ich zeige euch jetzt auch die Top 5 für die Spieler, mit denen er am meisten Punkte gemacht haben. Zum ersten Mal. Ich habe mir alle Videos nochmal angeguckt. Hier ist unsere Top 5. Er ist jetzt, glaube ich, auf dem zweiten Platz mit den Spielern, mit denen er am meisten Punkte gemacht haben. Sehr, sehr nice. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann like dieses Video gerne. Abonniert den YouTube-Kanal kostenlos, weil ich poste jeden Tag NBA 2K23 Content. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein.